Also nach dieser Pressekonferenz zwischen Baerbock und Italiens Außenminister kann man eigentlich die Freundschaft zwischen Italien und Deutschland komplett in Stücke schneiden. Hallo meine Lieben, eigentlich kennen wir es von der Außenministerin Deutschlands, dass das immer wieder so passiert, aber hier hat sie wirklich eigentlich, man kann sagen, ihren Standpunkt vertreten und man kann auch sagen, Deutschland absolut blamiert und eine Beziehung auch ruiniert. Das war doch erst mit China, wo sie daraufhin keine irgendwelchen Gründe oder irgendwelche Stellungnahmen geben wollte bei Maischberger. Du erinnerst dich möglicherweise an das Video. Und jetzt kommt dasselbe mit Italien, denn die Außenminister haben sich getroffen. Italiens Außenminister Antonio Tajani und Annalena Baerbock. Und dort hieß es aber, ich meine, Antonio Tajani ist diplomatisch, möglicherweise etwas zu diplomatisch, und er unterstrich natürlich erst einmal die deutsch-italienische Freundschaft und wie wichtig das ist. Und er weist auch auf die Politik in den afrikanischen Herkunftsländern hin, denn es geht um diese Migrationskrise, um die Seenotrettung, wo die Grünen jetzt gerade die Asylreform der EU zum Beispiel auch nicht unterstützt haben. Und grundsätzlich gibt es hier ein paar Faktoren, die besprochen werden müssen. Er weist darauf hin, dass man sich vom Import seltener Erden aus China verabschieden müsse und betont, Europa müsse mehr im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan vermitteln. Diese Position teilt natürlich Baerbock auch, denn sie ist ja die Friedensaußenministerin und man müsste natürlich jeden Konflikt lösen, außer den von Ukraine und Russland, denn Frieden ist nicht gleich Frieden, hat Scholz schon soweit gesagt, und da gibt es keine Initiativen, da gibt es pure Waffenlieferungen, ja. Doch über dem Besuch zuckt ein Damoklesschwert. Und zwar der Migrationspakt, wie ich schon gesagt habe, den die Grünen einfach haben passieren lassen. Und Baerbock macht auch an diesem Tag immer wieder deutlich, wie eng sie sich mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser abspreche. Und im Grunde sagt sie eigentlich nur, dass sie dagegen ist. So, sie kann jetzt noch 10 Politiker nennen, ja, damit sie nicht alleine dasteht. Aber im Grunde ist das so die Meinung. Und das andere Thema ist das, was in den italienischen Medien, in der italienischen Öffentlichkeit seit ein paar Tagen eigentlich dermaßen Schlagzeilen macht und die Wut auf Deutschland nur noch weiter verstärkt. Und zwar der Brief an Kanzler Scholz. Premierministerin Meloni hat einen Brief an Kanzler Scholz geschrieben. Und zwar geht es dabei um die Finanzierung der NGO-Schiffen durch den Bundestag. Und dass das eben so nicht geht. Meloni hat gefordert, dass es Antworten gibt. Sie hat auch vom Außenminister gefordert, dass dieser jetzt in dieser Debatte mal irgendwelche Antworten holt, was das soll und dass das aufhören soll. Denn das fördert nicht das friedliche Miteinander, das fördert nicht die Meere, dass es dort eben ein bisschen ruhiger wird und was in Italien jetzt gerade so alles abgeht, sondern genau das Gegenteil. Aber ja, Tajani bleibt die ganze Zeit eher versöhnlich, erklärt das Ganze diplomatisch und er erklärt, dass die Finanzierung seiner Ansicht nach das Leid im Mittelmeer fördert, anstatt es zu verbessern. Italien habe Interesse daran, dass das Meer, das es umgebe, ein Meer des Friedens und des Handels sei. Ha, aber Deutschland durch Baerbock macht den Eindruck, dass sie das eben nicht haben möchten. Baerbock verteidigt ihren Punkt nicht nur, sondern erklärt, dass Deutschland die NGO-Schiffe auch weiterhin bezahlen werde. Obwohl Tajani zuvor betont hat, dass die italienische Küstenwache gut allein zurechtkomme, weiß es Baerbock besser. Deutschland leiste damit seinen Anteil. Tajani merkt indes, dass die Leute, die bei Seeunglücken ums Leben kämen, gar nicht nach Italien wollen, sondern in andere Teile Europas. Ja, damit hier in Klammern gesehen eigentlich eine kleine Anspielung auf Deutschland. Die wollen nach Deutschland und sie haben die Probleme in Italien. Und aber er sagt wortwörtlich, Deutschland finanziert Nichtregierungsorganisationen, die Migranten retten, aber anstatt sie nach Deutschland zu bringen, bringt sie diese nach Italien und sie haben dann das Ganze sozusagen in Klammern an der Backe. Immer wieder möchten beide das Thema wechseln zu einem anderen Thema, weil es einfach unangenehm ist und es irgendwie auch keine Lösung gibt. Aber immer wieder greifen Journalisten das Thema auf, weil es nicht geklärt ist, weil es das Wutthema Nummer 1 in Italien jetzt gerade ist, was hier los ist.
Ja, und naja, ein Journalist zum Beispiel hat davon gesprochen, dass Deutschland Italien vor 80 Jahren mit Soldaten zu besetzen versucht habe und nun dasselbe mit Migranten tut. Aber Tajani greift das sofort ein. So, das ist die Meinung von diesem Journalisten. Okay, das ist nicht die Meinung von der italienischen Regierung. Und obwohl beide versuchen, diesen Konflikt irgendwie auseinanderzugehen, denn meistens sollte es ja so ganz diplomatisch sein und ja, man hat sich ja getroffen, man hat ja theoretisch darüber gesprochen, aber es gibt keine Lösung und wirklich hat man seine Meinung dann auch nicht gesagt. Aber es wird, wie gesagt, immer wieder dadurch, durch die Journalistenfragen auf dieses Thema dann eingegeben. Und jetzt muss man sagen, dann gab es diese eine Aussage von Baerbock, die im Grunde bei jedem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und sie sagt nämlich, wegen dem Brief Melonis, der dann angesprochen wurde und dessen Konsequenzen, und Baerbock lacht darüber, sie lacht darüber und sagt, Zitat, wenn ein Brief wegen NGO-Finanzierung unser einziges Problem ist. Das war eigentlich richtig heftig, so Batschklatsche in dein Gesicht, so ich will gar nicht diplomatisch sein. Ja, der eine versucht wenigstens so ein bisschen den Konflikt wegzugehen und immer wieder die deutsch-italienische Freundschaft anzusprechen und so weiter. Und der andere lacht den aus und denkt sich so, wir machen das weiterhin. Ja, dann ist es ja euer Problem, dass sie dort landen in Italien. Und deswegen machen wir es auch weiterhin. Und naja, und dann können sie ja irgendwie langsam mal so nach Deutschland. Da werden wir da so ein bisschen drüber debattieren und lamentieren, was wir da machen und so weiter. Aber im Grunde ist das jetzt erstmal euer Problem. Und wir werden das weiter finanzieren. Und der Brief von Meloni, wenn das unser einziges Problem ist, dann weiß ich auch nicht. Es gibt ja wichtigere Probleme als jetzt gerade die Migrationskrise und was euer Volk wütend macht und was euch wütend macht. Und das ist nicht das, was uns hier interessiert. Denn bei uns, warte mal kurz, Nancy Faeser hat einen Wahlkampf in Hessen. Können wir nicht darüber sprechen oder irgendwelche anderen sinnlosen Lappalien? Vielleicht ein Snackverbot, ein Werbungsverbot vielleicht von anderen grünen Parteimitgliedern, dass das vielleicht wichtig wäre? Oder vielleicht ein Fleischverbot, das wäre auch irgendwie viel, viel besser. Oder wie wäre es mit einem CO2-Ausgleich für alle Privatpersonen, damit sie noch mehr darüber zahlen. Denn andere Dinge sind doch gar kein wirkliches Problem, wenn wir darüber sprechen müssen. Das ist wirklich, wirklich heftig. Also einerseits diese fehlende Diplomatie, die hier überhaupt nicht da ist, die fehlende Lösungsbereitschaft, um wirklich auch nachhaltige Beziehungen aufrechtzuerhalten und eigentlich zu sehen, wo wirklich das Problem ist. Ich meine, Italien hat schon oft genug gesagt, das Problem ist die deutschen Sozialleistungen, die hier geboten werden und diese offenen Türen, die jeden eigentlich einladen sollten. Aber man kommt ja nicht direkt nach Deutschland. Das heißt, es gibt derartige dann Situationen an den Meeren, an Italiens Küsten, auf den Inseln. Das haben wir ja jetzt gerade gesehen. Und die Menschen dort müssen damit zurechtkommen. Die Regierungen dort müssen sich verteidigen. Und dann gibt es eben Briefe, die absolut nicht ernst genommen werden. Grundsätzlich die Belange anderer dann nicht ernst genommen werden, obwohl man ja eigentlich die Steuergelder ganz gerne ins Ausland, du siehst ja auch irgendwelche Förderungen von Seenotrettung, was aber keine Seenot ist in der Definition der Seenot, sondern man direkt dorthin reist und das finanziert wird, also Schleuserfinanzierungen. Also würde man das jetzt so nicht sagen und es ist halt einfach so. Wir finanzieren das weiter, denn wir haben es ja. Und wir haben ja keine Probleme selbst, beziehungsweise doch, wir haben andere Probleme, als jetzt zu schauen, dass es da irgendeine Migrationskrise gibt oder sonstiges. Wirklich, wirklich heftig. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.